Hallo, ich bin Andreas und in dem Video machen wir verschiedene Elfmeters. Ich mache den Ronaldo-Elfmeter, den seht ihr jetzt. Zuerst legt euch den Ball auf euren Elfmeterpunkt und geht dann 5 Schritte zurück. Wenn ihr Linksfüßler seid, müsst ihr einen Schritt nach rechts machen. Wenn ihr Rechtsfüßler seid, dann einen nach links. Andreas ist ein Rechtsfüßler, darum muss er nach links gehen. Und dann führt einfach einen normalen Elfmeter aus. Hallo, ich bin der Arthur und ich führe für euch den Jorginho-Schuss aus. Zuerst legt euch den Ball auf euren Elfmeterpunkt und wählt einen Anlauf, der eher langer ist, aber ihr müsst gerade vor dem Ball stehen. Dann rennt, macht den Anlauf und bevor ihr den Ball trefft, springt ab und dann trifft den Ball. So geht er. Hallo Leute, ich bin der Joel und ich bringe euch bei, wie ihr den Antäusch-Elfmeter macht. So, zuerst legt euch den Ball auf euren Elfmeterpunkt. Dann, wenn ihr Rechtsfüßler seid, müsst ihr Anlauf von rechts nehmen. Wenn ihr Linksfüßler seid, dann von links. Der Anlauf und der Länge ist egal. Dann schießt aber trotzdem mit eurem stärkeren Fuß. Ich bin's wieder und ich mache jetzt den Panenka-Schuss. Zuerst legt euch den Ball wie immer auf euren Elfmeterpunkt und nehmt einen eher kürzeren Anlauf, der gerade zum Ball oder leicht schräg ist. Dann rennt zum Ball und schiebt ihn, dass er hochkommt. Hallo Jungs, ich bin's wieder und ich mache jetzt den Stoppschuss. Zuerst legt euch den Ball wie jedes Mal auf den Elfmeterpunkt. Dann wählt einen Anlauf, der weit entfernt vom Ball ist und gerade. Dann rennt auf den Ball zu, so wie ihr möchtet, und stoppt kurz, bevor ihr dann den Ball trefft. Hallo, ich bin's wieder und ich bringe euch den Puck bei Elfmeter bei. Bei dem Schuss nehmt einen Anlauf von der Seite, die ihr sonst schießt, dann macht ganz viele Trippelschritte und trefft dann den Ball. Zudem müsst ihr ihn eher chippen. So, jetzt machen wir noch ein kleines Special und wir machen, welche von den persönlichen Elfmeterarten findet ihr das Beste? Wir zeigen jetzt unsere persönlichen Elfmeterarten, die wir bevorzugen. Und ja. To ash and dust, I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. Also, ich mache jetzt meinen persönlich Lieblingspenalty und ihr werdet ihn jetzt sehen. Das war's mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, welche Elfmeterart euch am besten gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.